Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir ein bisschen gefailt, als wir hier angekommen sind in Radiant Garden. Haben von Master Yensid nichts erfahren, außer dass wir Xehanort uns suchen sollen. Den haben wir auch gleich gefunden und er hat uns seine Seite erzählt, was wirklich geschehen ist. Und jetzt sind wir wieder mal hinter Xehanort her. Seem to remember this address exactly. So verlieren Leute heutzutage ihre Sachen. Sie tauchen einfach auf, gehen weiter und genau unter ihnen lag etwas. I believe you dropped this book. Did I? I'm very sad to say this isn't one of mine, but what a remarkable book it is. This unassuming volume seems to have the unusual effect of awakening one's innermost abilities. A book that makes people stronger? If it's all right, Your Elderness, might I have a closer look? The name is Merlin. I'm a powerful wizard, and I'll have you know a lot of wisdom comes with age. Anyway, as I said, the book is not mine, but I'd be happy to keep it here for you. Thank you, Merlin. Warum für uns, wenn es uns auch nicht gehört? Sinn kann ich nicht finden. Was dennoch Gutes dahinter steckt, werden wir auch bald erfahren. Aber zuerst ein Leuchtkristall, bisschen Ladegeräusche von der PS3. Und dann wollen wir doch mal reingehen. In The Winnie the Pooh. Das kennen wir ja schon. Hundert Morgenwald kann nun auf dem Kommandobrett gespielt werden. Ach, ist das nicht schön. Ich glaube, Kommandobrett werde ich entweder vor der letzten Welt irgendwann mal machen. Einmal alles durch in der Arena oder keine Ahnung. Irgendwann zwischendurch, wenn ich zu viele Kommandos habe und sie leveln könnte, um zu fusionieren. Ansonsten weiß ich nicht, wozu man das jetzt schon machen sollte. Ach ja, und wenn hatten wir ja auch gesehen gehabt. Noch eine andere Sache. Ich finde, auf Schwer braucht man das Kommandobrett noch nicht so wirklich. Erst auf Veteran. Erst dann braucht man verdammt nochmal wirklich das Kommandobrett. Alles klar, hier haben wir ja noch Mogul-Laden, falls wir irgendwas holen wollen. Und diese Sturmläufe sind echt praktisch eigentlich. Deswegen werde ich, weil ich sowieso eigentlich nie Geld ausgebe, einfach mal von jedem ein... Scheiß, ich dachte gerade Froststurmlauf und so. Na gut, sei es drum, ist es halt passiert. Speichern werde ich auch mal wieder, leider onscreen, weil ich irgendwie nie dazu komme, das offscreen zu machen, weil kein Speicherpunkt da ist, verdammt scheiße. Aber gut, was soll's, lädt da halt lange. Kann ich auch mitleben und ich hoffe ihr auch. Und wenn nicht, dann tut's mir sorry. Aber leider kann ich daran auch nichts ändern. Warum diese Szene nach dem Speichern? Ich versteh's nicht. Alles klar, dem komischen Riesenvieh hinterher. Und ja, willkommen in meinem irgendwie... Gebiet. Was noch nicht so schlimm ist, aber ich mag's... Es sieht wunderschön aus. Dagegen sage ich nichts, aber... ja. Und? Haben wir Glück? Wir haben Glück. Diese Gegner hier sind auch nicht immer da. Und, warum sind die nicht immer da? Ja. Oder war es so, dass die immer da sind? Weil genau die Dinger wieder auftauchen können. Meine Güte, gebt mir Nektar, gebt mir...
Wow, ich wusste gar nicht, dass sie so weit weggehen. Das ist mir noch nie passiert. Gebt mir Nektar, Soda, alles, was ihr habt. Schade, ich habe gerade echt wenig rausgeholt. Weil ich irgendwie verwirrt war. Moment mal, einer? Wo sind die anderen? Moment mal, was? Aha, okay, auch nicht. Gut. Ja, du komisches, aufgeblasenes Vieh. Du hast ein Abschlusskommando in die Fresse, oder eher gesagt in den Arsch, das passt ja gerade sogar. Magie gestiegen, Moment mal. Was ist eigentlich beim letzten Level abgestiegen? Ich war ja nicht dabei. Naja, hier haben wir erstmal eine schöne Truhe mit Allheilmitteln. In letzter Zeit waren da sehr viele Tränke und so weiter mit dabei. Und hier tauchen wieder welche auf. Warum habe ich ausgerechnet jetzt Frostwurf dabei? Damit ich Diamantenstaub machen kann, was mir nicht so sehr viel gegen diese Viecher bringt. Aber immerhin mache ich es, ne? Ich finde es eine Diskriminierung. Es sollte nicht nur Hitzehieb geben, sondern auch Frosthieb als Abschusskommando. Aber ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden. Und da hinten sehen wir exakt noch gar nichts. Jo, hoch mit dir. Ja, ich wusste doch, hier kommt man doch irgendwie hin. Genau. Ihr seid langsam. Ja, und da oben ist ein Sticker. Ich weiß, wir kommen an fast nichts ran. Das ist so traurig eigentlich. Dass wir an fast nichts rankommen. Aber gut, hey, da haben wir Blitzsturz. Und einen Zeitkristall bekommen. Leider müssen wir jetzt noch einmal schön außenrum. Aber wir haben schöne Sachen bekommen. Das stört mich also recht wenig. So. Da sind schon wieder ein paar Sachen fertig. Bedeutet, ich kann Feuersturmlauf und Blitzsturz mal reinnehmen. Und schon dauert es wieder. Und eigentlich könnten wir auch wieder fusionieren, aber wozu? Wozu? So, hier kamen, glaube ich, auch nochmal welche. Jo. So, ich mag diese Sanduhren nicht so wirklich. Ja, und sowas liebe ich auch. Du stehst noch drauf und einmal bist du unten. Das haben sie also in diesem Final Mix bzw. Remake auch nicht gefixt. Das ist sehr super. Weil ihr habt gesehen, ich stand da noch oben drauf und auf einmal stand ich unten, weil ich genau hier irgendwie landete. Aber gut, soll mich nicht weiter stören. Kostet ja nur ein bisschen Zeit, ne? So, Feuer, Eis, Eis, Vita, Fesseln, Gemach, blablabla, Eis. Weil wir davon momentan am meisten haben. Ja, viel gibt es momentan hier eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass diese Wasserfall-Sprinkler-Anlagen-Shit echt wunderschön aussieht. Finde ich jedenfalls. Aber ich mag es nicht, weil man das so oft wieder runter muss und vorne anfängt. Konterstoß, okay. Stimmt ja, ich hatte ja einen Konter. Besonders durch den Bug habe ich es damals echt gehasst. So oft wegen Gegner runtergefallen. Ich kann Gegner einfach nicht ignorieren. Ich habe ein Herz für Unversierte. Oder für Herzlose, eher gesagt. Was taucht... Hier hat... Hier... Medica. Hier ist doch normalerweise... Ich wollte schon sagen... Oh, das war letzte Sekunde. Apropos letzte Sekunde. Kann ich hier jetzt eigentlich schon was holen?
Ja, da ist noch eine Truhe. Irgendwo hier ist bei Ventus auch wieder ein Sticker. Woher auch immer ich das nochmal weiß. Ich tue es halt. Jetzt bin ich der Meinung, dass da eins gewesen ist. Los, Cinderella, was auch immer du hast. Okay, die Pflanzen sehen im feinen Mix echt geil aus. Wunschkreisel! Okay. Fehlen Heilung? Den ich natürlich nicht unterbrechen kann. Mein Gott. Feenkreise. Feenheilung. Alter, müsst ihr meine Feenheilung immer unterbrechen. Danke. Meine Güte. Das ist kein Wunschkonzert hier. Wunschkreise. So, dann legen wir erstmal die. Sammeln ein bisschen mehr. Ja. Sachen ein. Und noch niemand hat das Item droppen lassen. Ich war das Erste. Traumfunke. Ach ja, immer schießen, wenn ich gerade bei der Kutsche bin. Alles klar. Hab schon verstanden. Du hinterlässt das ein. Wow. Ich glaube, die mögen alle Cinderella nicht. Oder kommt auch nichts mehr. Krass. Okay. Was passiert jetzt schon? Also ich muss sagen, in einer anderen Farbe sieht dieses Vieh echt gut aus. Aber gut, schön zu wissen, dass das jetzt schon kommt. Schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Ich vergesse schnell, welche Abfolge das war, weil das kommt mir eindeutig etwas schnell. Aber gut, wie ihr sehen könnt. Siege den Unversierten, schalte zuerst seine Arme und Beine aus. Kennt man ja irgendwoher, aus den normalen Kingdom Hearts Teilen. Aber wie ihr sehen könnt. Ven und Aqua, mache mit. Und durch den Angriff eben konnte ich auch erstmal ein bisschen was ausweichen. Jetzt erstmal schön Asakano. Ne, Diamantenstaub, alles klar. Schön Diamantenstaub machen, alles trennen. Warum gehe ich eigentlich zuerst auf den da drauf? Wenn ich zuerst da drauf gehen sollte. Wie gesagt, zuerst Arme und Beine und so. Ja, jetzt drehen sie um, wollte ich sagen, und dann so. Moment mal! Während ich. Oh oh. Was? Warum ist der eben nicht gedreht? Ja, gut. Während ich mein Dings lade, ist der Gegner angehalten. Das war damals auch nicht so. So. Allzu viel Leben hat er ja nicht mehr. Und Felsenkluft! Maximale LP und Feldspalter erhalten.
Got him. We make a good team. Sure do. Oh yeah, I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. He said to take two grown-ups. You mean us? Listen to me, Ven. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. I'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes? Vanitas. Ven, you let Aqua take you home. No way! I want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do. It might be a different route, but I'm fighting the darkness. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua? I get it. Terra! Just stay put! I'm on my own now. All right? Terra, please! Listen! The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. Ja, und so trennen sich die Wege der drei wieder. Sehr unschön. Und wir haben einen Disney-Stadt-Pass bekommen, womit wir nach Disney tauchen können. Ich glaube, das ist sogar unsere nächste Welt, aber da müsste ich, glaube ich, lügen. Master Xehanort is the only one I can still count on. You must be Terra. It's that old coot. He won't stop asking for you. I came all the way out here to get you, just so he'd clam up. What do you mean? Ha! Do I have to spell it out? Xehanort, whatever he's called. You know, my prisoner. You're apparently not a very good liar. Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you. As if. I got the old coot at my mercy. See for yourself. I'm holding him underneath the outer gardens. You better show up before I lose my patience. Ciao. There's no way it's true. But no harm in looking. Ja, nur Master Xehanort kann er trauen. Was ist mit Ven? Er hat doch nichts gemacht. Mensch, Terra. Ja, gut. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es da hinten noch Truhen gibt. Ich glaube, da waren keine. Sicher bin ich mir wie immer nicht. Aber hey, was soll's. So, du gibst mir jetzt 13 Erfahrungspunkte, bitte. Danke. Attacke gestiegen. Schon Level 16. Krass. Was nicht so alles passieren kann. Eis ist fertig. So, erhalten haben wir. Was ist jetzt neu? Medica verdunkeln. Verdunkeln passt doch. So, war. Donnerwetter jetzt auch fertig? Nee, ne? Doch. Warum sagt mir das keiner? Feuersalbe. Ich dachte, 5 wär's. Weil es dann auch 5 war. Aber gut. Meinetwegen. Disney. Pass. So, würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir dann nachgucken, was mit Master Xehanort jetzt wirklich ist.
Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Spaß und tschüss.